Ja, in meinen Ferien bin ich wieder über den HiPod-Schuss gestolpert. Ja, das Multi-Ladenetzteil, was ich damals 2020 gekauft habe. Einer meiner ersten Tests hier auf YouTube, ja, war ja nur das Unboxing und erster Eindruck. Da bin ich übrigens auch mit auf die Idee gekommen, jeweils die Videos in zwei Teile zu teilen. Erstmal Unboxing, dann Schnipp und danach Erfahrungen damit. Ja, das Ding hat sich damals sehr, sehr gut bewährt und ich war sehr zufrieden. Und dann habe ich ein Mail gekriegt von einer Firma, die meinte, Raphael, wir haben dein Video gesehen, aber wir haben noch was viel, viel Besseres. Dann habe ich geguckt, was denn das für eine Firma, von der habe ich noch nie gehört gehabt. Ugreen hieß die Firma. Ja, ein paar von euch werden jetzt natürlich schon schmunzeln. Und was folgte war, sie haben mir das da geschickt. Ja, den da, den 100 Watt Ugreen, den ich seither immer noch verwende und nicht nur den. Inzwischen habe ich sehr, sehr viele Ugreen-Produkte. Ja, ich habe ja sogar einen fantastischen Ugreen-Mega-Akku, der unsere Solarzellen speichert und womit wir dann unsere Fahrräder laden. Also ja, so hat alles angefangen. So habe ich die Firma Ugreen kennengelernt. Erst dachte ich so, was ist denn das? Können die was? Taugen die was? Danach haben mir auch ganz viele von euch geschrieben, dass sie schon seit Jahren solche Produkte nutzt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn neue Firmen kommen und denke dann immer so, ja, ist das echt was? Und so weiter und so fort. Aber die haben mich wirklich in all den Jahren, die ich jetzt schon YouTube mache, und es sind ja nur drei, noch nie enttäuscht. Aber irgendwann ist das erste Mal, naja, mal schauen. Sie haben mir auf jeden Fall was Neues geschickt. Schaut mal da. Schwupps. Neue Netzteile haben sie. Sie haben jetzt eine Pro-Serie. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was jetzt da die große Sensation dran ist. Keine Sorge, wir finden das raus in Teil 2 des Videos. Jetzt schauen wir sie uns erstmal an. Ich vermute, sie sind kleiner. Kleiner als die aktuellen. Darum würde ich sagen, wir starten mal mit dem 100er. Das entspricht in etwa dem, was ich schon habe von Ihnen. Schauen wir mal. So, wie machen wir die auf? Ah, da. Dreifach Unboxing. Und zweifach Kleberli. Ich bin gespannt, ob sie auch anders verarbeitet sind. Schwupps. Und jetzt schauen wir mal. Also ich glaube, das Material ist Plastik. Ich glaube schon immer noch. Aber, aha, ja, das sieht man schon deutlich. Oder wir halten sie so nebeneinander, dann ist es wirklich nicht verzogen von der Perspektive. Da haben wir 100 Watt, da haben wir 100 Watt. Der Unterschied ist aber, da haben wir halt dreimal USB-C, da haben wir nur zweimal. Ich hätte hier lieber dreimal USB-C gehabt und den USB-A dafür weg, wenn man mich fragt. Aber naja, schauen wir mal noch die anderen an, was sie auch noch haben. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Kleberli. Ups, zu viel Kleberli. Das ist das 100. Oh, der ist aber jetzt wirklich schwer. Ja, und der ist jetzt, ich würde sagen, etwa ein bisschen größer als der 100er und hat jetzt 160 Watt. Ja, das Material. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Außenmaterial jetzt auch ein bisschen besser Wärme abführt. Bin nicht ganz sicher, was es ist. Muss ich dann auch rausfinden. Auf jeden Fall, hier haben wir dreimal USB-C und einmal USB-A und eben 160. Ich glaube, der schafft dann sogar 140 Watt, wenn ich es richtig... Ja, genau. Wenn man halt nur einen Port nutzt... Oh, so, jetzt muss ich scharf stellen. Wenn man nur einen Port nutzt, kann es dann auch 140 Watt. Was beispielsweise das MacBook Pro ja braucht. Und weil ich ja selten so wahnsinnig viel Leistung brauche, ich brauche eigentlich mehr Anschlüsse und geringes Packmaß, das ist für mich immer wichtig, darum bin ich auf den letzten jetzt am meisten gespannt, ehrlich gesagt. Was ich ja niemandem erzählen darf, ich habe ja so einen kleinen 33 Watt, kleines 33 Watt Netzteil von, ich glaube, das ist von Glululuk. Ich habe häufig das dabei für mein 16 Zoll MacBook Pro, weil es einfach reicht. Man muss nicht immer mit voller Power laden. Die Dinger sind so effizient.
Und schau mal, wie klein der ist. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, der ist ja winzig. Ich kann jetzt schon sagen, das ist mein Liebling von den... Irgendetwas lenkt hier unten immer den Autofokus ab, habt ihr gesehen? Er späht da unten vermeintliche Augen. Ja. Der da ist sehr, sehr klein und trotzdem drei Anschlüsse. Wie gesagt, wenn das noch USB-C gewesen wäre, wäre es perfekt, aber... Da noch alle drei zusammen, Familienfoto. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Test. Das könnte auch wieder ein Weilchen dauern, weil Netzteile muss man ja einfach ein bisschen im Alltag nutzen. Ja, es gibt auch die Profis, die sich dann an so Messgeräte anschließen und mit Wärmebildkameras draufgehen. Ja, das ist nicht das, was ich mache. Ich schaue einfach, ob es im Alltag funktioniert und ob es macht, was ich möchte und ob mir was damit auffällt. Also was mir auffällt, die sind wirklich nochmal schwerer geworden. Aber das wirkt natürlich auch schwerer, weil sie halt kompakter sind. Das ist schon verrückt, wie kompakt man so Hochleistungsnetzteile inzwischen machen kann. Ich wünschte mir, andere Hersteller wären da auch ein bisschen mutiger, was das angeht. Aber erst testen wir sie mal. Vielleicht ist es ja auch mit gutem Grund, dass andere da nicht so winzige Power-Netzteile anbieten. Also, bis grad. Ja, und da bin ich wieder mit Alltagserfahrungen. Ja, ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich erst dachte. Ich dachte, es ist ja da, die nimmst du da mal Wochen und Monate lang mit dir mit. Aber dann dachte ich, komm, machen wir doch schneller was. Weil jemand hat gesehen, dass ich die hier rumliegen habe und hat gefragt. Und ich habe dann doch auch noch ein paar Tests gemacht. Ja, richtig gehört, ich habe auch Tests gemacht. Normalerweise sage ich einfach, es hat die Anschlüsse und so viel Leistung und für meinen Alltag passt es oder passt es halt nicht. Aber ja, reden wir über die Ugreen Nexode Pro Modelle. Was ist im Alltag der Unterschied? Ja, sie sind ein bisschen kompakter und haben halt mehr Leistung drin. Der Preis-Leistungssieger ist und bleibt der hier, der 100er. Den gibt es für, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, ich glaube so für 50 Euro oder so und dann ist er häufig noch rabattiert. Der ist wirklich ein großartiger Allrounder. Das Einzige, was man gucken muss, was mir schon zum Verhängnis geworden ist, wenn die Steckdose an einer schmalen Stelle ist, beispielsweise in einer Eisenbahn zwischen zwei Sesseln drin, da kommt man mit dem nicht rein. Das sind dünnere Modelle jeweils, die schlauere Variante. Die passen dann rein und der da nicht. Etwas, was man auf Reisen beachten muss, aber das ist jetzt nichts, was man einem da anlasten könnte. Nein, der ist einfach weiterhin der Preis-Leistungssieger. Und wenn man nicht zwingend Hochleistung haben möchte, da ist der halt weiterhin großartig. Also, großartiger Einstieg damals in meine Ugreen-Karriere. Der 100er ist einfach immer noch toll. Nein, aber wir müssen jetzt nicht nochmal den hochjubeln. Obwohl das jeweils auch nicht ganz unwichtig, wenn man da nach Jahren mal wieder zurückguckt auf die Geräte, die man getestet hat, ob sie auch wirklich im Alltag eine Funktion gefunden haben. Weil hin und wieder testet man auch Sachen und denkt, oh, die sind toll und die schlagen sich in allen Tests wunderbar und dann nutzt man sie gar nicht. Den hier nutze ich wirklich, man sieht es ihm auch an, der ist völlig zerkratzt und zerkratzt. Ja, überall als Kratzer drauf auf dem Ding. Der war schon überall mit dabei. Und die hier waren noch nicht überall mit dabei, aber ich habe damit auch Geräte geladen, geguckt, ob es funktioniert. Und ja, sie funktionieren natürlich. Und zerkratzt sind sie halt auch noch nicht. Also da haben sie sich gut gehalten insofern. Nein, was habe ich damit ausprobiert? Wie gesagt, ich habe einfach Geräte geladen. Sie wurden dabei nicht heiß, die Geräte gingen nicht kaputt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier wissenschaftlich, wie gesagt, damit irgendwelchen Messgeräten zu Werke gehe. Ich schaue einfach, machen sie, was sie sollen und das machen sie halt. Und ja, ich habe natürlich auch geguckt, ob da die Leistung hinkommt. Klar, der da, der hat einen Nennwert 160 und der kann, wird beim MacBook Pro, beim großen, als 140 Watt Ladegerät erkannt, weil es ja bis 140 kann. Und die hier auch, also der macht dann halt einfach, der schafft 100 und der schafft 65 oder so. Also ist immer ein bisschen drunter. Irgendwo da ist es 90 und da ist es irgendwo um 60 rum. Ich habe sie an einem Schaugeek-Akku habe ich sie nochmal getestet, um zu schauen, was man ungefähr hinkriegt. Aber das mit diesen Werten ist für mich im Alltag gar nicht so entscheidend. Ich habe es euch ja gesagt, dass ich mein MacBook Pro häufig mit einem winzigen 33er Netzteil lade, weil es einfach reicht. Ich muss nicht immer alles super schnell geladen haben. Da reichen auch die kleinen. Aber bei meinen Tests habe ich etwas anderes entdeckt, was ich nie erwartet habe und was ich sehr, sehr spannend fand. Weil mir schreiben immer mal wieder Leute, ich habe Netzteil XY und wenn ich was Neues einstecke, dann geht der Strom beim anderen Gerät aus. Das ist etwas, was mir persönlich nie auffällt, weil ich nicht Sachen daran angeschlossen habe, die nicht funktionieren, wenn sie keinen Strom mehr haben, weil ich eigentlich immer irgendwas mit Akku damit lade. Aber es gibt ja noch Leute, die nutzen die im Büro und haben beispielsweise eine Lampe dran oder sowas.
Also habe ich das nachgebaut. Ja, ich habe meine großartige Sion-Reiselampe, die ich für Videos nutze, habe ich angeschlossen. Und dann habe ich eben geguckt, was passiert, wenn ich ein zweites Gerät anschließe. Erst am kleinen, am günstigsten, am 65er. Und ja, schaut mal. Die Lampe leuchtet und dann zack, geht der Strom aus. Genau, was ich erwartet habe. Das ist bei den meisten Netzteilen so. Dann habe ich es aber noch weiter getestet und beim bisschen teureren, beim 100 Watt, was wirklich nur minimal teurer ist als das 65er, dafür aber eine ganze Spur schwerer. Und siehe da, das Licht geht nicht mehr aus. Nein, der hier kann also, was die Leute haben wollen, die es im Büro nutzen und eben Sachen betreiben, die Dauerstrom brauchen. Und, ohne zu spoilern, ich habe es natürlich auch noch beim Großen probiert und siehe da, auch der kann's. Da kann man also andere Geräte einstecken und das Gerät, was schon Strom hat, verliert den Strom nicht. Ist manchmal auch ein bisschen irritierend, wenn man Geräte lädt und dann steckt man was anderes an und plötzlich leuchtet ein Gerät, weil es halt wieder Neustrom gekriegt hat. Also beim 160er und beim 100er hat es funktioniert, beim 65er nicht. Also, Fazit. Die Dinger machen, was sie sollen. Man kriegt, wofür man bezahlt. Am Schluss des Tages ist es bei Netzteilen einfach so, ich würde mir die anhand von einfachen Regeln kaufen. Nämlich, ich würde gucken, welche Anschlüsse haben sie, wie viele brauche ich wirklich. Müssen es wirklich 3 USB-C und ein Alter sein? Oder reicht schon sowas? Dann kann man auch so einen nehmen. Und dann muss man halt zwischen den zwei muss man überlegen, der da ist halt doch nochmal eine Spur größer, obwohl sie im Profil identisch sind. Ja, ein bisschen kleiner ist der da auch noch. Also, es ist ziemlich einfach, Netzteile zu kaufen. Man kauft sich einfach eins eines Herstellers, den man kennt. Wie gesagt, die Ugreen-Dinger haben sich bewährt. Ich habe eben auch eins von Lululook, das Hyperjuice, was ich noch habe. Und dann wählt man einfach aus, wie viel Strom braucht man halt. Und die meisten Leute kaufen dann ein bisschen mehr, als sie brauchen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, mit einem sehr, sehr kleinen unterwegs zu sein. Das macht auch großen Spaß. Aber ja, jeder wie er will. Nein, die Dinger haben sich wirklich bewährt. Aber am Ende des Tages sind es halt Netzteile und die machen hoffentlich, was sie sollen. Und wenn sie es nicht machen, ja, dann ist es sehr, sehr ärgerlich. Aber das habe ich zum Glück noch nie erlebt. Also großes, großes Glück. Und die Dinger sind auch toll. Und meine Empfehlung bleibt aber weiterhin einfach preis-leistungsmäßig einfach der hier. Ja, das ist der Fluch des Bessere, oder wie geht der Spruch nochmal? Das Gute ist das, der Feind des Besseren, oder so. Ja, ist tatsächlich so, der 100er ist halt immer noch großartig. So, falls ihr noch Fragen habt, immer her damit, ich beantworte die sehr gern, auch wenn ich da dann nicht in die technischen Details kann, welches Netzteil jetzt was genau drin hat und solche Sachen. Nein, da müsst ihr wirklich bei diesen Leuten vorbeigucken, die da mit den Messgeräten rangehen. Ich bin ein Alltagsnutzer, ich will einfach, dass die Sachen funktionieren, dass ich mich nicht ärgern muss und das machen die Dinger hier vorzüglich. Wie gesagt, Fragen unten in den Kommentaren. Daumen hoch, falls das Video gefallen hat, weil ihr findet, Raphael hat gar keine seriösen Hitzetests gemacht. Daumen nach unten. Ja, wartet nur, ich kaufe mir jetzt dann so ein Hitzemessgerät und da müsst ihr euch die ganze Zeit diese Hitze-Wärmebilder, Wärmebildkamerabilder angucken, bei jedem Gerät. Nein, um Himmels Willen, so weit kommt es noch. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.